Es ist ein random Donnerstag um 13.17 Uhr und ich habe ein Fullface of Make-up auf, als würde ich gleich noch feiern gehen. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wusste gerade nicht mehr, wie mein Intro geht. Moment. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Okay, ich kann es doch noch. Im heutigen Video zeige ich euch einen Teil, und ja, wirklich nur einen Teil, meiner Ausbeute aus Berlin. Berlin war sehr, sehr teuer für mich. Falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, Teil 1 verlinke ich euch unten. Teil 2 kommt am Dienstag um 16 Uhr für euch online. Da zeige ich euch noch, wie ich mich mit Maren, mit Lisa und mit Janine getroffen habe. Dann könnt ihr dort auf jeden Fall einen kleinen Sneak Peek bekommen, denn ich war beim Kiko Milano, ich war beim TJ Maxx, ich war im Sephora und ich habe insgesamt, glaube ich, ungefähr 700 € ausgegeben. Oh mein Gott, mein Konto heult so hart wie meine Stimme. Aber bevor das Intro länger wird als das Video selbst, würde ich sagen, let's go mit dem Video. By the way, meine Stimme ist immer noch nicht fully recovered. Ich bin jetzt seit 3,5 Tagen wieder in Bremen zu Hause und habe mit meiner sehr rauen Stimme tatsächlich am Dienstagabend auch direkt erstmal 9 Stunden gekellnert. War nicht die smarteste Idee, aber Personalmangel, dies, das, man kennt es. Also wundert euch nicht darüber. Mir geht's an sich ganz gut, nur die Stimme ist immer noch krass belegt. Heute zeige ich euch auf jeden Fall die Ausbeute vom TK Maxx als auch von Kiko Milano. Allein da habe ich zusammen ungefähr fast 300 € gelassen. It's a lot, I know. Aber was man nicht alles für den Kanal macht, das sage ich mir zumindest selber und auch meinem Steuerfachberater. Also schnallt euch an, falls ihr habt, gerne auch was zu trinken mit auf den Tisch stellen und einen kleinen Snack, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was ich so geshoppt habe. Okay, Kiko Milano, TK Maxx Bag. Da fehlen übrigens auch schon ein paar Sachen. Ich habe nämlich ein paar Sachen auch für eine Freundin gekauft. Das zeige ich euch gleich und blende es euch ein. Ich fange einfach mal mit dem TK Maxx Kram an. Also ich denke, da seid ihr auch am heißesten drauf, obwohl die Kiko Milano Sachen auch ziemlich cool sind. Ihr hattet ja in dem Video, also in dem Vlog von Berlin tatsächlich schon einiges gesehen. Was ich allerdings nachher mitgenommen habe, sind tatsächlich noch ein paar andere Sachen. Also ich habe auch ein paar Haushaltssachen quasi noch mitgenommen. Ich habe auch noch ganz spontan ein Geschenk für eine Freundin mitgenommen. Das kann ich euch hier einmal eben einblenden. Und zwar für meine Freundin Scarlett E. Raven, die das Buch Ephaea 1 und auch 2 geschrieben hat und jetzt gerade an Teil 3 sitzt. Sie hatte nämlich Geburtstag Anfang dieser Woche und ich hatte eigentlich veranlasst, dass eine Freundin von mir das Paket an sie rausschickt, damit es möglichst pünktlich bei ihr ankommt. Aber dann habe ich in Berlin tatsächlich noch diesen Desk Organizer gefunden und ein kleines Buch, das ich richtig, richtig schön fand. Den Desk Organizer kann ich euch jetzt nicht mehr zeigen, den habe ich schon eingepackt. Das Paket ist jetzt auch endlich auf dem Weg zu ihr. Und den habe ich gekauft, weil sie ja an ihrem Schreibtisch natürlich super viele Sachen managt. Also nicht nur fürs Schreiben, sondern sie hat natürlich auch noch einen anderen Job. Sie ist außerdem Mama und dementsprechend hat sie super viel zu tun. Und sie ist so eine Organizational Queen. Also ich muss mir da echt mal eine Scheibe abschneiden. Ich kann das ja überhaupt nicht. Aber sie ist halt echt krass strukturiert und zieht die Dinge immer richtig krass durch. Und da dachte ich, so ein Desk Organizer wäre für sie auch ganz nice. Und den finde ich auch so hübsch, weil der ist irgendwie nicht so super plastisch sticky aussehen und der passt halt auch zu ihrem Schreibtisch. Ich kenne ja ihren Schreibtisch und ein bisschen Organisation, hoffe ich, hilft ihr auch dabei, schneller mit den Büchern fertig zu werden, auf die wir natürlich alle gespannt sind. Ihre Bücher lasse ich euch super gerne auch verlinkt unten. Da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Ja, und das war das Erste, was ich für sie gekauft habe. Das Zweite, was ich noch gesehen habe, das war so süß. Es ist ein kleines Buch und sie liebt so kleine Notebooks und auch so Self-Motivation-Books und als ich das gesehen habe, fand ich das so, so süß. 100 Tage zum Träume jagen und da kann man halt verschiedene Sachen eintragen über sich selber, einfach um sich selber nochmal bewusst zu machen, wer ist man eigentlich und dass man sehr gute Personality-Features hat und so weiter. Wofür bin ich heute dankbar? Sich daran erinnern, dass Perfektionismus nicht immer sein muss, denn sie ist super perfektionistisch, deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut, weil ich auch so bin. Bin zwar komplett unorganisiert, aber perfektionistisch halt trotzdem und dementsprechend dachte ich, das wäre vielleicht noch was kleines Süßes für sie zu ihrem Geburtstag. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Paket ankommt, bevor dieses Video online kommt. Wäre auf jeden Fall ganz gut, damit sie nicht schon vorher weiß, was drin ist. Obwohl natürlich noch ein paar andere Sachen mit eingepackt sind. Das waren die ersten zwei Sachen, die ich euch zeigen wollte. Und jetzt noch die Sachen, die ich so für mich gekauft habe und zum Reviewen. Als allererstes kann ich euch einmal zeigen, diese Real Technique Sponges. Die haben 6,99 € gekostet und ich fand die ganz hübsch erstmal. Also ich finde die Farbe ganz süß. Real Technique Sponges sind nicht meine Liebsten. Ihr wisst, Crash Cosmetics, darüber geht nichts. Aber die hatten sie leider nicht vor Ort. Dementsprechend, weil ich ja gerne ein Full Face auf TK Maxx Make-up machen möchte, musste ich mich mit irgendwas anderem bedienen. Dazu muss man allerdings auch sagen, es wird kein Full Face auf TK Maxx Make-up. Also nicht, dass wieder irgendeine Gabi, Gundula oder Karen da draußen wieder anfängt zu meckern. Ich habe nicht in jeder Kategorie ein Produkt finden können, weil zum Beispiel bei den Foundations nur die richtig, richtig dunklen Shades da waren und das brauche ich da nicht aus.
ausprobieren. Dementsprechend Base Make-up, also Foundation und Concealer, habe ich dort leider nicht gefunden. Aber wie gesagt, zum Auftragen dachte ich, sind die ganz cool. Und was ich spannend finde, das hier ist sozusagen so ein normaler Make-up-Sponge und das hier ist so ein Velvety Make-up-Sponge. Und die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren in diesem Full-Face. Real Techniques ist an sich ja eigentlich auch eine sehr beliebte Marke. Gibt es ja auch bei Rossmann. Ich glaube, gibt es ja auch bei DM. Bin ich gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Und die haben halt sehr, sehr coole Sachen auf jeden Fall. Der hier soll noch antimicrobial sein. Inwiefern ein Sponge antimicrobial sein kann, I don't know. Ich finde ganz schön, dass der hier oben auch so eine Kante hat. Und wie gesagt, dieses Velvety Finish würde ich sehr gerne ausprobieren. Deswegen sind die mitgekommen. Etwas, über das ich, glaube ich, auf meinem Kanal noch gar nicht viel gesprochen habe, sind tatsächlich Gesichtsrasierer. Ich benutze die tatsächlich, um hier so ein bisschen den Peachfass und meinen Damenbart ein bisschen in den Griff zu kriegen, als auch zum Beispiel hier um die Augenbrauen herum die Augenbrauen auszukarven. Und da habe ich diese Japonesque Gesichtsrasierer gefunden. Das war eine 6er-Packung, kostete nur noch 6 Euro. Japonesque ist eigentlich eine sehr, sehr teure Marke. Da war ich sehr erstaunt, dass die so günstig waren. Es ist auch ein 6er-Pack, also davon werde ich auf jeden Fall noch eine Weile was haben. Ich habe das in Berlin auch direkt ausprobiert. Super scharfe Klingen, sehr, sehr präzise, also haben mir gut gefallen. Der Griff hat so ein Velvet-Touch-Feeling, also so, dass man den auch sehr, sehr gut greifen kann. Fand ich persönlich sehr interessant und ich brauchte eh neue. Ich benutze das, wie gesagt, um so ein bisschen den Peach-Fass in meinem Gesicht unter Kontrolle zu bekommen. Also ich habe sehr, sehr helle Härchen, deswegen sieht man die auch nicht, wenn ich ungeschminkt bin. Aber ich mache das, weil danach die Make-up-Application meistens noch etwas smoother ist. Das muss natürlich niemand machen, also fühlt euch bitte nicht gezwungen, das zu tun. Auch so kann Make-up sehr gut sitzen. Aber ich habe halt die Erfahrung gehabt, dass die Haut dadurch so ein kleines bisschen besser noch aussieht. Und es ist so ein kleines bisschen Derma-Planning mit dabei. Also wie so eine Art, naja, man trägt halt die toten Hautschüppchen von der obersten Hautschicht ab. Natürlich muss man trotzdem super vorsichtig sein, dass man sich nicht schneidet, also die Haut nicht verletzt und so weiter und danach auch schön pflegt, damit eben die gereizte Haut auch sich schnell wieder beruhigen kann. Die habe ich genau deswegen mitgenommen. Ich wusste gar nicht, dass es Japonesque auch in Deutschland gibt oder wo auch immer sie die herhaben, aber fand ich ganz cool. Dann hatte ich ja noch 3 Produkte von Art Deco gefunden, beziehungsweise 2 habe ich, glaube ich, gezeigt und 1 habe ich danach gefunden. Einmal für 9 Euro habe ich hier diesen Blush Couture in einer Limited Edition gefunden, also Limited Edition Packaging. Fand ich ganz schön und der war auch nicht geswatcht, da war ich ziemlich happy drüber. Also ich habe jetzt einmal reingelangt, aber halt nicht vor Ort. Finde ich ganz schön, dass das auch 2 so Komponenten hat. Diese peachige Seite ist noch so mit ein bisschen Schimmer drin. Die hier ist nicht ganz matt, aber ich denke zusammen, also man kann sie einmal eben einzeln natürlich auch swatchen. Da haben wir so ein sehr, sehr leichtes Peach. Ich glaube, wunderschön für so ein No-Make-Up-Make-Up und so einen movigeren Ton, der auch zu dem Make-Up, glaube ich, sehr, sehr gut passen würde. Hier sind sie einmal geswatcht. Ich habe euch ja schon gezeigt, dass ich von Art Deco echt einige Sachen wirklich sehr, 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 sehr gut fand. Deswegen habe ich mich mega gefreut, dass es die dort auch gab und habe halt direkt zugeschlagen, als ich gesehen habe, dass es noch einen gab, der nicht angekrabbelt war. Dann haben wir hier für 10 Euro einmal von Art Deco auch so eine Limited Edition. Das sieht so ein bisschen aus wie so Rattan-Muster vorne drauf. Finde ich auch ganz schön. Es steht drauf Glow Bronzer. Aber Leute, das ist kein Bronzer, das ist Straight Up Highlighter. Auch ein super schönes Embossing, also das muss man wirklich sagen. Und die Fännchen sind riesengroß. Also jetzt zeige ich euch gleich noch den hier, der ist auch noch riesig. Ich mag die Sachen von Art Deco echt gerne. Also diese Face-Produkte, die ich ausprobiert habe, gefallen mir richtig, richtig, richtig gut. Ich zeige euch hier noch einmal den Swatch von dem Highlighter. Also wie man sieht, das ist kein Glow Bronzer, das ist ein Straight Up Highlighter. Es könnte sein, dass der etwas zu dunkel tatsächlich für mich ist. Wenn das so sein sollte, gebe ich ihn auch weiter. Aber ich fand, dass der sehr, sehr vielversprechend aussah und deswegen musste ich ihn auf jeden Fall mitnehmen. Und last but not least, auch in diesem Rattan-Packaging quasi, auch für nur 10 Euro, muss man sagen, ist echt günstig, weil da sind 20 Gramm drin, haben wir hier nochmal so einen Bronzer. Also ich finde, dass der eigentlich genauso aussieht wie der Bronzer, den ich aus der anderen Limited Edition getestet habe. Ich weiß nicht, ob das einer ist, der immer wieder aufgelegt wird, aber da war ganz cool. Also der ist ja sehr, sehr hell. Wir haben hier eine etwas wärmere Farbe, eine etwas kühlere Farbe und hier so eine Farbe, mit der man zur Not auch setten könnte. Ich würde es halt alles zusammenmischen tatsächlich und ich glaube, dann ist das ein sehr schöner Bronzer auch für No-Make-Up-Make-Up-Day. Der ist etwas heller als der, den ich jetzt trage, aber für den Winter, glaube ich, wird der sehr, sehr gut. Die Puder fühlen sich wieder fantastisch an. Ich werde euch die Produkte, die ich finden kann, zum Beispiel bei Thiemann, gibt es ja viele Art Deco-Sachen, werde ich euch unten verlinken. Wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Limited Edition Bronzer einfach immer wieder neu aufgelegt wird, wird also vermutlich der gleiche sein. Der einzige Unterschied, den ich hier sehen kann, ist, dass der in der Mitte nicht so glowy ist, wie das bei der Review, die ich gemacht habe. Aber das finde ich persönlich auch nicht so schlimm. Also bei Bronzer mag ich tatsächlich gerne, wenn er matt ist. Als nächstes ein absolutes Highlight. Und zwar hatten sie einfach von Anastasia Beverly Hills die Riviera Palette. Da muss ich sagen, da habe ich definitiv zugeschlagen, weil ich halt einfach gedacht habe, naja, das ist eine ziemliche Sommerpalette. Dann war sie auch noch versiegelt. Das heißt, sie ist auch nicht geswatcht worden und so weiter. Die ist komplett neu. 29,95 finde ich, ist auf jeden Fall auch ein echt guter Preis für Anastasia Beverly Hills. Das ist eine Anastasia Beverly Hills Palette, die ich noch nicht kenne. Und ich finde halt, da sind richtig schöne so Frühlings- und Sommerfarben mit drin. Da will ich auf jeden Fall auch noch mindestens
mindestens ein, wenn nicht sogar zwei oder halt auch mehr Looks mit schminken. Mag ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, die war auch nicht geswatcht und das fand ich sehr gut, dass sie die halt in so gesicherten kleinen Kästen quasi hatten. Weil wie gesagt, viele von den anderen Produkten waren schon krass angegrabbelt und das haben auch einige von euch gesagt, dass das in ihren TK Maxx vor Ort auch immer so ist. Leute, wenn ihr da hingeht, ich verstehe, dass man die Sachen swatchen möchte, um für sich auch einen Eindruck zu bekommen, wie die Qualität sein könnte. Aber vergesst bitte nicht, erstens, Swatches sagen nichts darüber aus, wie es auf dem Auge performt und zweitens, ganz, ganz wichtig, ihr versaut damit das Produkt für jemanden, der es vielleicht sonst kaufen könnte oder würde, weil ihr halt eben eure Finger drin gehabt habt und es dann halt sehr unhygienisch ist. Ich zeige euch mal ein paar Swatches von den Schimmertönen. Sehr schönes Altgold, würde auch super zu dem Look hier passen. Der ist übrigens mit der Dominique Cosmetics The Moment Palette geschminkt. Dann haben wir hier so ein wunderschönes Pink, super krasse Opacity, also ich habe mich super krass geswatcht. Dann dieses Blau, auch super, super schön. Und was ich auch noch ganz spannend finde, dieses Gelbgold. Sehr schöne Töne, also für den Frühling, glaube ich, richtig, richtig gut geeignet. Und ich denke, da werde ich 1, 2, 3, vielleicht auch noch ein paar mehr Looks mit draus zaubern können. Es kommt auch noch ein Full Face of TK Maxx Make-up, also Full Face in Anführungszeichen, damit mich nicht wieder irgendjemand in den Kommentaren anmeckert deswegen. Bin auch sehr gespannt, also dieses Hot Pink, das Lila und so weiter. Finde ich, sind super schöne Farben. Bin sehr gespannt darauf, wie die sich macht. Ich habe bei TK Maxx tatsächlich auch mal eine andere Anastasia Beverly Hills Palette gefunden, auch für 30 Euro. Die kosten ja sonst, ich glaube, 54 bei Douglas oder so. Und das ist halt schon fast einfach um 50% reduziert. Ist halt für die Marke ein wirkliches Schnäppchen. Ich muss sagen, ich liebe die Jackie Einer Palette. Die hat so eine gute Qualität. Die Shades sind so unique. Die sind wunderbar. Ich glaube, das wird für immer meine Favorite ABH Palette bleiben. Aber die Riviera ist auf jeden Fall noch in eine ganz andere Richtung. Und da bin ich gespannt, sie auszutesten. Dann habe ich außerdem das hier gefunden. Und zwar den Mist & Glow von Mesauda Milano. Der hat 5,99 Euro gekostet. Und ich denke mal, es soll als Setting Spray genutzt werden. Also steht Make-up Revitalizing Spray, also um das Make-up zu revitalisieren, also so ein bisschen zu refreshen. Ich sprühe das mal eben kurz auf meine Hand. Uff, könnt ihr den Mister sehen? Ich glaube, das kann man gar nicht erkennen. Der ist, wow, ist der fein. Also das ist auch so ein richtig geiler Sprühkopf. Es hat einen leicht parfümierten Geruch, aber nicht zu schlimm. Und ich bin sehr gespannt, wie der Glow nachher ist. Also jetzt so auf meiner Hand sieht man so einen ganz leichten Glow. Da sind auch noch ein paar Pigmente von den Glitzershades, die ich gerade geswatcht habe. Aber ich glaube, der wird sich richtig, richtig schön aufs Gesicht legen. Bin dann mal gespannt, wie die Longevity quasi ist. Also nur, dass ihr es einmal vergleichen könnt. So sieht es mit aus, so sieht es ohne aus. Denke, das könnte ganz spannend sein. Von Mesauda Milano habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas ausprobiert. Das kommt auch selten vor, dass ich eine Marke quasi zum ersten Mal ausprobiere. Aber ich wüsste auch nicht, wo man die in Deutschland bekommen kann. Falls ihr das wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, weil ich weiß nicht, wie teuer das sonst wäre. UVP ist 16,50 Euro. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein 10-Euro-Rabatt. Den nehmen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Falls ihr, wie gesagt, wisst, wo man das bekommen kann, würde ich mir da halt auch noch mehr angucken, falls der gut sein sollte. Und last but not least habe ich noch was für meine beste Freundin mitgenommen. Die hat demnächst Geburtstag, aber die hätte ich so oder so für sie mitgenommen. Also egal, ob sie Geburtstag hat oder nicht. Ich hoffe, sie schaut sich dieses Video verspätet an. Normalerweise guckt sie nämlich alle meine Videos. Und zwar habe ich eine große Yankee Candle gefunden mit dem Namen Velvet Woods. Und meine beste Freundin ist ganz anders als ich. Eher so auf richtig intensive Parfums, auf süße Düfte, auf schwere Düfte. Die stehen ihr total. Das sind immer Düfte, die ich an mir ganz furchtbar finde, aber die an ihr einfach unfassbar gut riechen. Und das hier ist so ein Duft, ich finde den schwer zu beschreiben. Also es riecht so ein bisschen zimtig, so ein bisschen waldig, so ein bisschen holzig, hat aber dieses Velvety Finish, wie so ein bisschen frisch gewaschen oder so ein bisschen, so wie man sich vorstellt, wie Samtstoff riechen sollte. Also es ist nicht ganz so super kräftig würzig, aber halt doch ein bisschen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich fand die Komposition so interessant. Die hat nur 20 Euro gekostet, war halt auch runtergesetzt. Normalerweise kosten die großen Yankee Candle ja, glaube ich, 30 Euro oder so. Falls ich die bei Thiemann finde, werde ich euch die auch auf jeden Fall verlinken. Also für die unter euch, die so eine Mischung mögen aus würzig, holzig, kräftig, aber auch so ein bisschen suede, so ein bisschen Velvet, so ein bisschen frisch gewaschen. Für die ist das, glaube ich, was. Und ich glaube, sie wird diesen Geruch mega, mega lieben. Ich hoffe es auf jeden Fall, mein Schatz. Mir gefällt der Duft auch echt gut dafür, dass ich ja eigentlich nur Richtung frisch gewaschen und sehr blumige oder auch sehr obstige, fruchtige Gerüche gehe. Finde ich den echt angenehm. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp an dieser Stelle. Wäre sowas, was ich mir tatsächlich selber, glaube ich, nie ausgesucht hätte für ein Thiemann-Video, weil ich halt denken würde, okay, Woods, das wäre irgendwie too much für mich, aber die ist wirklich angenehm. Das waren erstmal die Sachen vom TK Maxx, aber ich habe hier auch noch eine Tüte voll mit Kiko Milano Sachen. Auch hier wird es ein Full Face, also möchte gern Full Face, weil auch hier habe ich nicht in jeder Kategorie etwas gefunden, geben. Das werde ich auch noch abfilmen und da sind echt einige spannende Produkte dabei, die ich mir ausgesucht habe. Ich packe jetzt erstmal alles aus.
Sie haben dort auch eine Green Couture-Reihe oder Green Me heißt es, glaube ich. Also so eine sehr nachhaltige Reihe, die ohne Mikroplastik produziert worden ist. Und 90% natürlich Inhaltsstoffe und so weiter. Da habe ich auch reingeschaut und ich habe es euch im Vlog auch auf jeden Fall gezeigt und wollte eigentlich einen Highlighter davon mitnehmen. Habe dann aber noch einen gefunden, den ich noch interessanter finde, beziehungsweise eine ganze Palette. Und das ist diese Dreierpalette, die Contour Obsession von Kiko. Packaging ist sehr sleek, ist sehr neutral, finde ich. Kiko ist ja so von den Preisen her, würde ich sagen, so bei Love Cosmetics ungefähr. Also so Higher-End-Drogeriepreise sozusagen. Also nicht High-End-Preise, aber schon höher als normalerweise in der Drogerie. Hat auch einen wunderschönen Spiegel mit drin und ich habe die Palette mitgenommen, weil das eben eine Dreierpalette ist. Da ist ein Bronzer, hier ist ein Konturton und hier ist noch ein Highlighter. Den Highlighter fand ich auch richtig schön. Also der ist so richtig icy white. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass der kein hoffe, dass der keinen White Cast gibt, wenn man den aufs Gesicht aufträgt. Aber das fand ich ganz praktisch, weil ich so nicht drei einzelne Produkte kaufen musste, sondern halt auch noch einen Bronzer und Konturton noch mit drin habe. Das sind also quasi nicht zwei, sondern sogar gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich habe eine Limited Edition, da habe ich relativ viele Produkte, also vier direkt rausgekauft, und zwar Festival Glow. Die haben alle dieses wunderschöne, so ein bisschen Boho-Packaging. Fand ich sehr, sehr nice. Hier haben wir einmal die Back on Stage Eyeshadow Palette. Das ist eine kleine Vierer Quad, fand ich ganz gut. Die haben auch größere Eyeshadow Paletten, aber weil ich schon so, so viele habe, möchte ich mich jetzt darauf beschränken, wenn ich kann, kleinere Paletten zu kaufen und zu reviewen, als Ergänzung für meine Collection, die ja immer größer wird. Also ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Make-up. Wird halt echt Zeit, dass ich umziehe. Und ich finde einfach, dass sie sich auch für dieses Packaging echt was Tolles überlegt haben. Die ist super klein, also 5,1 Gramm, aber finde ich, die Pans sind dafür sehr, sehr groß. Und das ist halt so eine Palette, da sind zwei matte Shades drin und zwei Shimmer Shades. Und ich habe mir das halt ausgesucht, weil ich finde, dass sie so ein bisschen kühler aussieht. Also ganz interessant. Ich swatch euch mal eben diesen Shadow. Das war nachher für mich der Grund, warum ich es gerne haben wollte. Also hier haben wir einmal das Gold. Finde ich auch sehr schön und das würde, glaube ich, auch super gut zu diesem Look passen. Aber vor allen Dingen dieses Grün. Also so eine schöne Farbe. Auch das würde zu diesem Look passen. Hab mich perfekt geschminkt heute. Ich sag's euch, wie es ist. Und die anderen Produkte habe ich so ein bisschen um diese Lidschattenpalette herum gekauft. Das zeige ich euch gleich. Weil ich dachte, es macht einfach Sinn, mir dann Sachen auszusuchen, die so damit gut zusammen spielen. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich auch aus dieser Festival Glow Limited Edition noch einen ausgesucht. Das ist ein Loose Pigment Eyeshadow. Also, das sieht vielleicht aus wie ein Liquid Eyeshadow, aber hier fliegen überall schon Flocken rum. Ich bin mal gespannt, wie die Haltbarkeit ist. Und ich dachte, dass die Farbe, also es ist, sieht wunderschön aus, aber dass die Farbe halt auch gut zu diesem Eyeshadow Quad passt. Ich habe es jetzt noch mal ein bisschen ausgerieben quasi. So sieht es aus. Und ich glaube, dass man diese Farbe halt auch mit vielen anderen Farben und Paletten kombinieren kann. Ich versuche, weil es ja schon nicht besonders nachhaltig ist, so viele Produkte zu testen, wie ich das eben tue in diesem Shop, welche auszusuchen, die ich halt auch mit anderen Sachen kombinieren kann, die vielleicht auch zu etwas passen, was mir selber persönlich auch gefällt, aber halt eben auch einfach etwas, was ich, wo ich dann halt wieder und wieder zugreife, damit ich wirklich nachhaltig auch diese Produkte benutze und nicht nur zum Swatchen oder einmal zum Ausprobieren habe. Der Anspruch wird irgendwann leider wohl über Bord gehen müssen, weil man irgendwann einfach wirklich viel zu viel ausprobiert, aber ich versuche es zumindest so lange wie möglich. Und dann habe ich mir aus der gleichen LE auch noch einen Liquid Highlighter ausgesucht. Das ist die Farbe 02. Den gab es einmal in so einem Roségold. Der war relativ dunkel. Und den Applikator finde ich ganz interessant. Das ist so ein kleines Kissen quasi. Das heißt, man drückt das Produkt in das Kissen nachher raus, wenn es funktionieren würde. Oh, richtig schlau. Es gibt hier einen verstellbaren Verschluss. Da steht On drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und den muss man aufdrehen, damit das Produkt rauskommt. Das ist ja mal mega, mega smart. Okay, so geht es auch auf jeden Fall schnell. Mega, mega smart, weil es im Endeffekt natürlich auch dafür schützt, dass das Produkt die ganze Zeit rausgedrückt wird, weil es ist ja so eine kleine Quetschtube. Und jetzt sieht der Swatch relativ dunkel aus, muss man sagen. Aber wenn man den halt so ein bisschen verteilt, finde ich, geht es. Es ist schon ein sehr, sehr goldener und auch ein ziemlich dunklerer Ton. Also ich glaube, dass der für dunklere Haut als meine auch ein bisschen besser geeignet ist, aber ich kann mir das halt auch so als so Blush Glow vorstellen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, das auszuprobieren. Und ich habe mir auch eine Foundation mitgenommen. Da muss ich sagen, ich habe bei der Green Me Reihe geguckt. Da waren drei Shades nur von einer BB Cream und diese ganzen Green Natural, hast du nicht gesehen, Couture Reihen sind ja meistens dafür halt auch gedacht, dass man eher so leichtes Make-up und sowas trägt. Das ist ja nicht unbedingt meins, aber ich meine, so ein No-Make-up-Make-up-Look kann auch wunderbar aussehen und weniger mehr, gerade im Sommer, dann kann man auch weniger runterschwitzen. Da waren allerdings, wie gesagt, nur drei Shades. Shade Range non-existent in dem Fall, was sehr schade ist, weil dort auch auf jeden Fall ein schwarzer Mann gearbeitet hat, der auch ein sehr schönes Make-up hatte und mich irgendwie fünfmal oder so gefragt hat, ob er mir helfen kann. Grüße gehen raus an das Kiko Milano Berlin Team an dieser Stelle. Ihr wart super süß und wolltet wirklich gerne helfen, aber ich bin dann halt so, nein, ich muss meinen eigenen Kram mehr angucken.
Rücken, wie auch immer. Und ja, dann habe ich diese Foundation gefunden. Da ist die Shade Range etwas besser. Hat eine Milchglasflasche. Finde ich, fühlt sich sehr hochwertig an. Ich habe die Farbe 01, also das ist die hellste Farbe. Ist ein Pumpkopf mit drauf, SPF von 30 mit drin und hat ebenfalls so einen Verschlussmechanismus, dass man halt sozusagen die zumachen kann oder halt aufmachen kann. Ich swatch euch mal eben einmal die Farbe. Wie gesagt, hat einen neutralen Unterton. Das passt für mich ganz gut. Ich denke auch, dass die Farbe ganz gut passen wird, obwohl sie tatsächlich etwas dunkel aussieht. Aber aktuell arbeite ich so ein kleines bisschen an einem Möchtegern-Tan und mein Fake-Tan trage ich demnächst auch wieder auf, weil ich bin halt echt white as a wall. Also schön ist das nicht, aber ich finde, für eine erste Farbe, also für Farbnummer 1, ist das schon sehr dunkel. Also die ganz hellen Häutchen werden zumindest in dieser Limited Edition, denke ich, keine Farbe finden. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Foundations ist. Wir hatten auch nicht so viel Zeit tatsächlich, weil wir ja noch mit Janine verabredet waren in Berlin und dann musste es halt schon ein bisschen schneller gehen. Aber ich finde an sich auf jeden Fall, fühlt sich sehr hochwertig an, sind auch 30 Milliliter drin, habe ich gerade nochmal geschaut. Ja, und da bin ich gespannt drauf. Dann haben wir hier noch einen Duo Eye Pencil. Der ist, ich weiß gar nicht, ob der auch aus einer Limited Edition ist. Ich kann mich nicht erinnern. Das ist die Farbe 04. Und den habe ich auch passend dazu ausgesucht, welche Farben in dem Eyeshadow Quad drin waren. Das ist auf der einen Seite so ein dunkles Grün. Das kann ich euch mal eben einmal zeigen. Finde ich super schön. Sind super cremig. Sehr, sehr deckend. Also so grün-grau, finde ich, ist eine schöne Farbe. Würde, glaube ich, auch zu diesem Augenlook sehr, sehr gut passen. Also das in die Wasserlinie zu geben oder meinetwegen auch hier unten hin oder unter den grünen Shadow von dem Eyeshadow Quad. Und auf der anderen Seite ist halt ein Straight-Up Silber. Also wirklich so krass deckend, reflektierend und cremig. Heftig. Ich bin wirklich bisher sehr, sehr begeistert. Also vom ersten Feeling her muss ich sagen, dass die Produkte bis jetzt sehr, 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 sehr spannend aussehen. Also mal gucken. Von Kiko Milano habe ich auch viel Positives gehört. Leider gibt es in Bremen den Kiko Milano Store in der Waterfront nicht mehr, sonst hätte ich es dort gekauft. Aber als ich den dann in Berlin gesehen habe, war ich so, okay, wir müssen da rein, Mädels. I'm so sorry. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Diese Stimme und ich, ne. Dann habe ich mir noch einen 3D Hydra Lip Gloss mitgebracht. Und zwar in der Farbe 19. Die hatte doch noch einen anderen Namen, oder? Steht hier leider nicht mit drauf. Das ist in so einer flachen Verpackung. Bisschen bulky hier oben, also das müsste für mich jetzt nicht sein, aber an sich eine schöne Verpackung. Also das Packaging können sie auf jeden Fall. Und ich finde, dass das ein sehr schöner Nude-Ton ist. Ich habe halt gedacht, ich suche mir auch was aus. Also ich glaube, das könnte man hier drüber auch super gut tragen. Ich suche mir halt was aus, was auch, wie gesagt, zu dem Eyeshadow-Look passt, den ich vorhabe, mit dem Quad zu machen. Aber gleichzeitig auch einen Lipgloss, den ich eben in anderen Situationen und mit anderen Looks auch tragen wollen würde. Finde, dass der Applikator total spannend ist. Kann man das sehen? Der ist so leicht, ich glaube, so kann man es gut sehen. Der ist so leicht nach oben gebogen. Vorne etwas spitzer, in der Mitte etwas breiter, sodass man halt auch so flächig auftragen kann. Gefällt mir sehr gut. Hat so einen süßlichen Geruch, aber nicht so wie die Luna Beauty Glosses. So, aber was ist denn das? Ich weiß gar nicht, nach was der Geruch riecht. Aber es riecht süßlich und angenehm. Ist auch nicht zu aufdringlich, finde ich. Muss man dann natürlich auch schauen, wie es auf den Lippen ist. Steigt das sehr in die Nase? Verfliegt das nach einer Zeit? Oder wie ist das? Werden wir dann zusammen ausprobieren. Und das vorletzte Produkt ist ein Lasting Mousse Eyeshadow in der Farbe 04. Da sind 4,5 Milliliter drin. Das ist relativ viel. Das ist so ein kleines Pöttchen auf jeden Fall. Ich denke, da hat man richtig, richtig lange was von. Das hat auch nochmal so ein Hygienesiegel, das auch natürlich dafür da ist, dass die Feuchtigkeit drin gehalten wird. Und ich werde das jetzt mal, mit welchem Finger kann ich das denn swatchen? Ich glaube, der kleine Finger passt da ganz gut rein. Das hat so eine richtig mousige Konsistenz. Also das hat so einen leichten Widerstand, leichte Oberflächenspannung. Und ich fand das ganz schön, weil das sieht ein bisschen aus wie so ein Altrosa mit silbernen Sparkles und der Effekt ist halt wirklich krass. Super, super metallisch. Fühlt sich sehr angenehm an. Ich glaube, als Inner Corner Highlight oder meinetwegen auch, wenn der andere Highlighter zu dunkel sein sollte für meine Wangen, kann man das hier auch als Cream Highlighter, glaube ich, benutzen. Richtig, richtig schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut und da bin ich auch mal gespannt, wie lange das auf dem Auge hält. Weil bei Cream Eyeshadow kann es natürlich auch immer sein, dass es ein bisschen creased in der Lidfalte, dass es sich nach oben abtransportiert und so weiter. Das ist dann natürlich nicht so schön. Ganz wichtig bei solchen Produkten, immer schön fest zuschließen, damit da wirklich auch die Feuchtigkeit drin erhalten bleibt, weil sonst ist es nachher Loose Pigment, kann man natürlich auch benutzen, aber meistens trocknen die dann einfach nur aus. Das ist dann so ein bisschen schwierig. Und guckt euch das mal an. Ich habe hier gerade drüber gewischt, aber die halten relativ gut. Und dann habe ich hier noch einen Cream Blush, den Ultimate Glow Blush. Das ist auch so ein relativ großes Pöttchen, muss man sagen. Wie viel Gramm sind denn da drin? 8,5 Milliliter, also nochmal das Doppelte von dem hier. Richtig krass. Auch so ein Milchglas-Packaging. Finde ich, sieht sehr hochwertig, sehr schön aus. Hat hier auch nochmal so einen extra Verschluss. Super, also der glänzt
Krass. Könnt ihr das sehen? Ich werde das mal hier von runternehmen. Also das ist auch wirklich bis zum Anschlag gefüllt. Alle Farben in dieser Reihe waren sehr, 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 sehr glowy. Da waren noch zwei dabei, so Berry Tones. Die fand ich auch ganz schön. Aber jetzt so für den Frühling. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Also vor allen Dingen, wenn man es so dreht, sieht man, wie peachy pink das ganze Ding ist. Und so hat man aber diesen goldenen Effekt. Ich glaube, das wird als Blushlight richtig, 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 richtig schön aussehen. Gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Und auch der Swatch, also es lässt sich gut verteilen. Es ist trocknet relativ schnell runter, muss ich sagen, aber man kann es trotzdem noch mal so weiter ausblenden und dann denke ich, wird es auch nicht ganz so krass aussehen. Also ich glaube, das ist ein Produkt, das man gut aufbauen kann. Das sehen wir natürlich dann allerdings an der Performance erst wirklich, wenn wir es auch in meinem Gesicht ausprobieren. Und ich glaube, daraus kann man schon ein richtig, richtig geiles Video machen, also fast Full Face auf Kiko Milano. Es gab halt noch ein paar andere Puderprodukte, die vielleicht auch ganz interessant gewesen wären, aber da muss ich sagen, ja, schauen wir mal. Also ich habe zum Beispiel keinen Puderblush mitgenommen. Ich glaube auch, dass der so intensiv ist, dass man da nicht unbedingt einen drüber braucht. Wenn doch, habe ich ja auch 1000 Stück hier, die auch zu der Farbe passen würden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Einkauf war gar nicht so teuer, wie ich dachte, ehrlich gesagt, aber immer noch teuer. Also ich habe über 100 € bei Kiko Milano gelassen. Ich glaube, die haben sich richtig gefreut darüber, dass ich da war an dem Tag. Und das sind, wie gesagt, die Produkte, die ich dann noch testen werde. Das sind auch erstmal alle Sachen, die ich gekauft habe, bis auf die Sachen von Sephora, weil das sind nochmal über 300 €, die ich bestellt habe. Ja, es war sehr teuer in Berlin. Ich habe sehr viel Geld ausgegeben. I know, I know. Judge me all you want. That's fine. Ich behaupte einfach, es ist nur für den Kanal, aber natürlich auch aus persönlichem Interesse. I mean, let's be real. Und ich bin sehr gespannt, was davon ihr vielleicht schon kennt. Könnt ihr Sachen davon schon empfehlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Welche Produkte davon findet ihr auch höchst interessant? Also ich freue mich richtig doll auf den Cream Eyeshadow, als auch auf diesen Cream Blush und ja, eigentlich auch auf alle Produkte. Fühlt sich sehr, sehr gut an. Und mal gucken, ob wir Kiko Milano wieder so ein bisschen back on the road mitnehmen können. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr nice in Berlin mit den Mädels. Es war super schön und die Shopping Experience in dem Kiko Milano Store war auch super angenehm. Also ich wurde oft gefragt, ob ich Hilfe brauche, aber es war überhaupt nicht aufdringlich, sondern wirklich ganz, ganz lieb. Das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, falls ihr in Berlin seid oder irgendwo, wo es einen Kiko Milano Store gibt. Scheint da die Beratung sehr, sehr gut zu sein. Wie gesagt, das war es jetzt erstmal mit dem Haul. Also mit dem ersten Teil. Der zweite Teil kommt noch und im zweiten Teil zeige ich euch nicht nur Sephora, sondern ich habe auch noch Klamotten geshoppt und ich habe, ach Gott, ich habe so viel Geld ausgegeben, Leute. Wie auch immer. Gebt mir gerne ein Mitleids-Abo und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder dem Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist, damit die AdSense nachher auch wieder die Kasse vollspült. Das wäre ganz nice, dann kann ich auch mehr Vlogs machen und natürlich auch noch mehr Hauls an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Sonntag. Wir sehen uns am Dienstag im Berlin-Vlog Teil 2 wieder. Ach ja, und falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, what are you doing with your life? Außerdem habe ich jetzt auch wieder TikTok. Ich lasse es euch super gerne unten verlinkt. Schaut dort gerne vorbei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!